Willkommen zu einem neuen Tag Supermarket Simulator. Der actionreichsten Simulation der Weltgeschichte. Haltet euch fest, weil mein Gesicht wird weggeblasen vor lauter Staunen und Ambitionen und unfassbarer Schönheit dieses einzigartigen Contents. Es geht los. Willkommen zurück, liebe Leute. Auf ins Abenteuer. Ich meine, wir können jetzt erst noch was kaufen. Also. Guck mal, haben wir wieder nicht genug Nutella? Kann doch nicht sein. Wir haben noch Nutella hier. Achso, warte mal. Die räumen das nicht bei 2 Verlusten, sondern erst später. Vielleicht gibt es jetzt tatsächlich so ein Limit. Pass auf, dann kaufen wir jetzt erstmal nochmal. Ich kaufe noch zweimal. Zweimal. Oh ja, zweimal. Und nur zweimal. Oh ja. Einfach weil wir es können und nichts zu tun haben. Dieses Spiel, es fordert meine Gehirnzellen heraus. Gehirnjogging. Es ist wie, als wenn wir Trash-TV gucken. Das Gehirn verkümmert ein wenig. Wo bin ich? Wie heiße ich? Unfassbar. Ich heiße, mein Name ist unfassbar. Ah, scheiße, habe ich jetzt noch eingekauft? Das gibt's doch gar nicht. Mist doch mal. Blöd. Blöd. Blöd bin und ich. Und du. Und du. Auch, oh, oh ja. So. Hervorragend. Das Regal muss stehen. Drei-Better-Regal. Die Sonne brennt. Das wäre schon ein gutes Ziel, wenn wir das hier ans Laufen bekommen. Also, das haben wir auch. Oh, guck mal, ich muss Milch kaufen schon wieder. Nee, haben wir noch. Also, das nächste wäre... Also, wir brauchen das und Basmati. Also, wir brauchen... Mal gucken, wie groß die alle sind. Sind alle gleich groß? Nee, außer... Bam! Außer Basmati ist sogar noch kleiner. Basmati. Ich mag das mal. Oh ja, wir reden. Okay, der Beruf würde mich nicht fordern. Okay, ganz nach unten. Ey, waren das jetzt die Honey-Dinger oder... Nee. Ist richtig. Ist richtig so. Bin ich alle ein bisschen Bluna. Trinke Fanta, sei Bambucha. Mittleres Regal, obwohl wir davon genug haben. Bis. Jonathan dreht schon wieder durch. Jonathan has stopped working. Please buy a new Jonathan. Reis 12. Krass, 12 Stück. Chocopick 4. Okay, 4. Das sind dann 4. Ich habe jetzt so einen, ich habe meinen Sekretär im Live-Chat, also nicht wundern. Muss man gerade mal gucken. Also. Das ist gut. Ich weiß, war auch meine Idee. Ne, Butter haben wir noch nicht. Butter? Butter? Guck mal hier. Haben wir nochmal so Bees? Das gibt's doch gar nicht. Tun wir hier hin. Dann. Kaffee? Schwarzer Tee, Entschuldigung. Ich mach mal auf, ne? Wird schon schief gehen. Hier haben wir noch Salz. Gar nichts mehr drin. Ich habe einen Karton einsortiert. Okay, das ist krass. Also wir brauchen nochmal... Okay, wir kaufen jetzt mal 10 Reis.
Es reicht. Reception. Jetzt wird zurückgereist. Umrühren. Ja, mein Rührer. So. Full Metal Reis. Das ist broken? Aha. Broken Arrow. Okay. Geht doch. Okay, jetzt haben wir Reis. Wo kommt das jetzt hin? Auch nach da oben? Ach, sowas auch. Und das? Kommt das jetzt auch da oben hin? Kommt das auch nach oben? Oh mein Gott, diese Überraschung. Eine Jonathan ist immer noch broken. Sollen wir nochmal abspeichern, nochmal starten. Zum Hauptmenü. Einmal umrühren. Ja, mein Rührer. Das, was war das nochmal für... Von wem war das nochmal, dieser Sketch? Wo die diesen Kuchen machen. Einmal Muskatnuss, Muskatnuss. Ja, mein Rührer. Umrühren. Ja, mein Rührer. Das hast du doch noch letztens auch noch gebracht, Einrad. Ja, mein Rührer. Rühren. Ja, mein Rührer. Bei Cosmotier war das doch. So. Okay. So, dann nochmal Chocki. Wir brauchen nochmal Chocki Picks. Und die ganz unten, die Fragezeichen. Und die Fragezeichen. Wir haben kein Geld mehr. Wir sind offiziell pleite. Was kommt denn als nächstes? Das wäre dann das Regal. Ah ne, das haben wir auch schon. Sollen wir das Kopfregal mal machen, weil von allem haben wir irgendwie noch genug. Ich glaube, das sind alles ziemlich große Sachen, außer die da. Also kleine. Bei mir stapeln sich gerade die Polona Spezi-Dosen. Ich muss mich zusammenreißen hier. Ah. So. Komm, macht mal ein bisschen Geld hier. Ich hab's eilig. Hart am Limit. Die Musik macht uns ein wenig bekloppt. Oh, ein wenig bekloppt. Scheiße, jetzt habe ich davon zu viel, oder? Nee. Chocki Picks. Also Koop könnte man hier schon gut spielen, aber es könnte zu langweilig werden. Okay, wir brauchen nochmal Premium-Mehl. Ach du Scheiße, Premium-Mehl und... Ach, die Milch, ey. Ich mach die jetzt mal teurer, es reicht jetzt. So geht das nicht. Premium-Mehl. Und Milch. Milch? Eine Milch, bitte. Milch! Ich denke immer an Einrad, wenn ich das höre, weil der immer so tief trötet. Ist er noch am Tröt? Ist er noch ein Trötlehrling? Tröderwahn. Nicht ein Padawan, der ist ein Tröderwahn. Gott, hoffentlich hört mir keiner zu, der irgendwie einweisen kann. Ah, nee, warte, bin ich jetzt verwirrt? Nee, es waren die Nudeln. Nee, halt, warte mal. Susu! Nee, warte mal. Die Nudeln fehlen. Nicht das Premium-Mehl-Scheiß-Zeug. Oh Mann, mein Hirn. Mein armes Hirn. Oh ja. Das arme Hirn. Okay, also es fehlt. Das normale Mehl fehlt. Hä, ist das so groß? Echt? Ach, zwei hintereinander. Nochmal drei normale Mehl. Drei normale Mehl. Drei normale Mehl, bitte. Jawohl, drei normale Mehl. Den gleichen Song nochmal. Ja, den gleichen Song nochmal. Scheiße. Okay, das ist ein Problem. Aber nur ein kleines.
ein kleines Problem. Eins, zwei, drei. Okay. Guck mal, wie es mit dem Kleber aussieht, oder? Guck mal, der Kleber widerspiegelt. Das ist schön gemacht, oder? Guck. Schön, oder? So die Kleinigkeiten, die in heutigen Spielen halt so easy peasy möglich sind. Cool. Die kleinen Dinge, Leute. Die kleinen Dinge. Sag ich immer wieder. Milch hat die Milchtypen haben echt ein Problem. Meine Güte. Nein, kauf doch nicht so viel. Ich will doch die Regale einräumen, sie perfekt hier hinstellen und einfach den Laden zulassen. So, das wäre mein Life-Goal. Ich hätte das von Anfang an so machen sollen. Warum habe ich das nicht gemacht? Das Müsli ist mir zu teuer. Wieso denn bloß? Okay, wir brauchen Windex und Dingensbummens. Ach, das gibt's doch nicht. Die ganzen Väter, die Milch holen gehen oder Zigaretten ziehen, ja, und dann zur Fremdenlegion gehen. Wir warten, dass der Tag oder die Leute endlich hier rausgehen, weil ich will Schluss machen. Frühflaschen 12, meinst du? Nein, glaube ich nicht. Das sind bestimmt große Kartons. Steht das denn dabei? Nee, steht nicht dabei, wie groß die sind, ne? Ach ja. Alter, guck mal, mittlerer, guck mal, professioneller Kredit, 5000. Rückzahlung 6800. Ja, aber brauche ich halt nicht. Ich kann einfach Mondpreise machen und alles ist gut. Willkommen zu die tiefsten Mondpreise des Universums, des Kosmos. Willkommen zu den tiefsten aller Tiefpreise. Denn ich weiß, wie tief die Preise fallen können. 5. Oh Gott, so viele Kunden. Ja. Öffnen wir. Nein, ich will nicht Darlehen. Darlehen! Ach du Scheiße. Das war ja abzusehen. Das war, da. Das war schon mal richtig. 4. Also ich. Dass ich das, ne? Nicht mein Sekretär. Scheiße, wo musst du hin? Hab ich den weggeworfen? Nee, warte mal. Warte. Hab ich den jetzt irgendwo anders hingeräumt? Nee, es hat einer mitgenommen direkt, ne? Glaube ich, das war das Problem. So, dann brauchen wir jetzt noch die Dinger, die keiner kauft. Was soll's? Wenn nee, das keiner kauft, dann ist mir doch egal. Ist mir doch egal. Ist mir doch egal. Yeah. Egal. Ist mir doch egal. Milde Bleiche. Milde Bleiche. Die Bleiche ist schon weg, das gibt's doch nicht.
Oh, ich weiß nicht, ob ich jetzt zu viele davon kaufe. Die kauft ja eh keiner. Okay, so. Jetzt müssen wir nochmal zweimal Bleiche kaufen. Tatsächlich. So, milde Bleiche. Milde Bleiche. Ach, da liegt's. Was ist das denn jetzt auf einmal hier? Hä? Dann haben wir das schon. Das ist schon ein Check. Deswegen ist das auch immer aufgefüllt, weil wir davon einiges haben. Okay, das sind Getränke. So, könnte man am Ende des Tages, was aber blöd war, am nächsten Tag müsste man die Bestände dann wieder auffüllen und dann den Laden öffnen. Das ist schon ziemlich cool, muss ich sagen. Also ich muss sagen, das ist das Coolste an dem Spiel, dieses Lagermanagement. Und jetzt noch Archie Suff verkaufen können. Das wär's. Archie Suff, jetzt im Handel. Wuff, wuff. Ach ja, das beste Getränk weit und breit. Archie Suff. Wo war das denn? Haben wir das schon irgendwo? Ja, davon haben wir genug. Guck mal, Toast können wir nochmal holen. Also wir haben jetzt noch die, die Tiefkühler müssen wir noch machen. Machen wir den Tiefkühler mal. Ich frage mich, ob ich das so lassen soll. Dann kann ich das von hinten bestücken. Oh, ich glaube, ich mache erstmal hier so, weil wir haben eigentlich genug. Also, wir brauchen Hähnchen. Pommes Frites. Und Mafia. Mafia Pizza. Ich habe das schon gelesen mit der Sprühflasche. Ach, du hast das jetzt korrigiert. Kuchen 12. Ja. Ah, bei den alten kannst du einfach wegbleiben. Das ist okay. Ich habe das ja jetzt schon erledigt. Dann brauche ich das nicht noch. So, jetzt habe ich da natürlich nicht oben oder unten oder so. Masthähnchen. Mega-Mutanten. Mutantenhühnchen. Tja, ist jetzt die Frage. Haben wir denn... Wir haben nur drei Gefrierschrank-Sachen, glaube ich, ne? Eigentlich doof, dass das so ist, aber was soll man machen? Dann mache ich da oben noch mehr Hähnchen rein. Jetzt werden wir wieder ein bisschen unordentlich. Genau. Noch dreimal Hähnchen. Guck mal, was für ein wunderschöner Turm. Oh Mist, jetzt habe ich zu viel Pizza gekauft. Gut, es gibt niemals zu viel Pizza. Es ist dunkel. Assis Licht. Oh, sehr schön, oder? Wie das funktioniert. Tadellos. Es hat schon echt Zeit gekostet, aber so hat man jetzt gar keine... Man ist gar nicht mehr im Laden drin, ne? Wo wohnt der alte Mann? Er wohnt im Lager. Lager mal. Jetzt im Handel. Lager mal. Jetzt effektiv. Together now. Lager now. Was macht der Ma? Der ist im Aldemar. Lager Ma. Der ist... Ne, das war blöd.
Okay. Oh, mein Gott, Walter. Mein Gott, Walter. Der jetzt mal ein bisschen was hier von leer gemacht. Bin ich denn doof? Ist das nur Supreme Mail? Wo ist denn das? Was ist denn das jetzt überhaupt? Das ist doch Supreme Mail. So, ist voll. Ist das alles Supreme Mail? Das war alles Supreme Mail. Superia Mail. Superia. Okay, können wir nicht ändern. So, dann hätten wir jetzt noch. Ja, jetzt haben wir die Getränkedinger: Butter und Joghurt. Ja, ist ein bisschen zu viel, oder? Butter, Joghurt und Eier? Butter, Joghurt, Eier? Nee. Butter, Butter, Joghurt, Joghurt. Wie wär's damit? Machen wir. Das wäre ein bisschen zu viel, glaube ich. Aber ist egal, scheiß drauf. Weiß ja nicht, ob hier noch irgendwas ist, was wir noch nicht haben, aber. Ich glaube, es wäre zu viel. Ich weiß nicht, was wir sonst noch da rein tun könnten. Joghurt. Ich meine, ich könnte den Joghurt auf 3 Dollar machen. Dann wird auch mal gekauft. Das ist so der Kassenschlager, ja? Der wirkliche Tiefstpreis. Nur 1 Dollar teurer. Sehr schön. Guck mal, hier ist nur irre. Er guckt auch nur den Karton an. Er kann auch nicht mehr. Oh Gott. Ich bin zu verzweifelt. Ja, gehen wir mal zum nächsten Tag. Er ist immer noch da. Ist alles vorbei. Es hat sich völlig erledigt. Wir haben uns erledigt. Ich könnte die Regale aufteilen. Und dafür auch Turko-Cola und die normale Cola nehmen. Turko und normale Cola. Die könnte ich auch noch da einsortieren. Aber 2-2. Ja, das geht. Das geht. Auch wenn ich kämpfe. Ich kämpfe. Oh Gott. Sehr schön. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Wo bin ich? Ach, hier bin ich. Weißt du, so ungefähr. Aber wir haben noch was im Lager. Wunderschön. Ich bin wunderschön. Du bist wunderschön. Wir sind alle wunderschön. Oh ja, das ist doch gut. Ein bisschen wahnsinnig sind wir auch. Oh ja, das ist klar. Bisschen Wahnsinn muss sein. Ja, das ist fein. So, das ist auch ready. Turko, jetzt finden nur noch Saft. Saft. Ja, da haben wir Käse.
Tja, es fehlt nur noch Orangensaft, oder? Und Eier und... Scheiß auf Eier. Scheiß auf Orangensaft. Scheiß auf alles. Und Käse irgendwie und... So. Ist mir egal. Fertig. Schnauze voll. Leute, ich höre jetzt hier auf mit Supermarket Simulator. Ich habe jetzt, wir sind fertig, ja? Wir haben das Lager eingerichtet. Wir haben, ne, das ist der größte Laden weit und breit. Das übersehen wir jetzt mal. Das ist gar nicht da. Ich würde weitermachen, wenn eventuell nochmal ein Update da ist, wegen der Anpassung und so. Eventuell, ja, mal gucken, nicht mal im nächsten Update, aber wo ich dann denke, so, jetzt lohnt es sich nochmal ein paar Folgen zu spielen. Aber wenn ich jetzt weitermache, dann würde ich es mir wahrscheinlich für immer verbauen. Deswegen würde ich sagen, ist das hier schon mal ein gutes Ende. Erstmal, für nächste Zeit. Wir sind ziemlich pleite, aber das ist auch egal. Also, liebe Leute, das war erstmal die letzte Folge Supermarket Simulator. Und haltet einfach ein Auge drauf, wann es eventuell was Neues gibt. Wenn es ein Update gibt, wo ich denke, wir gucken rein, machen wir das auf jeden Fall. Danke fürs Zuschauen. Das war der Supermarket Simulator. Ihr seid die Besten. Wer bis hierhin zugeschaut hat, der ist genauso wie ich gerade ein bisschen... Matsch im Hirn. Ihr seid die Besten. Und bis dahin, wie immer, haut rein, Leute. Ihr seid die Besten. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Haut rein. Adios.